So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und gestern war der Flamly Community Day und ihr werdet euch natürlich jetzt wundern, was macht denn der Ramses da in der Bude mit der Kamera? Der ist doch immer draußen und rennt immer rum mit Kamera, mit 3 Handys, mit 10 Powerbanks, mit 50 Kabelsaleten. Kabels? Mit Kabeln? Mit 50 Kabeln? Und ja, aber gestern ist der Tag leider nicht so gelaufen, wie ich dachte. Wir mussten improvisieren und notdürftig dann habe ich ein paar Sachen einfach abgescreent. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen, beziehungsweise werde euch angucken und dann machen wir noch live was anderes. Dazu aber erstmal später, denn ich bin auch gestern wieder aufgestiegen. Dieses Community Day Egg klappt ja sehr gut, der Levelaufstieg, und so ist es passiert. Nach jahrelangem Warten bin ich gestern aufgestiegen mit dem Mitzenmann zu Beste Freunde. Da gab es gleich 200.000 Erfahrungspunkte, habe ich auch gleich einen Screen gemacht natürlich. Der Crunchy ist aufgestiegen zu Hyperfreunde, da gab es nochmal 100.000 Punkte hinterher. Blockmonster auch aufgestiegen, Hyperfreunde 100.000, Klett aufgestiegen, 100.000, Hyperfreunde, Max Uncharted oder wie auch immer, 100.000, Hyperfreunde, Manuel Omoni, Hyperfreunde, aufgestiegen, MC Zocker 2, wer den kennt, der Dave, ich sag nur Ingress, aufgestiegen, Hyperfreunde, Pushner 87, aufgestiegen, Hyperfreunde, Victoria, auch 100.000 Erfahrungspunkte mitgenommen, genauso wie beim Egon 94, der Kollege vom Stefan Landei. Bei dem habe ich leider kein Geschenk geöffnet, aber der hatte noch eins und hat auch pünktlich geöffnet, deswegen kam auch oben die Meldung, hat ein Geschenk geöffnet, der hat auch gleich ein neues dann hinterher geschickt. Mit dem Post-it bin ich aufgestiegen zu Superfreunde 20.000. Ja, da war auch das Geschenk vom Egon dabei. Mit dem Heuer zu Superfreunde aufgestiegen, nochmal 20.000. Azurblau ist aufgestiegen mit 20.000 Erfahrungspunkten. Axatia ist aufgestiegen, 20.000 Erfahrungspunkte. Dann kam die Meldung, dass ein Raid kommt, da wurde die Nachricht wieder blockiert. Dann kam noch die Bestätigung von einer Buchung. Was war da denn los? Und dann ist mir aufgefallen, dass die Freunde schon durch waren. Deswegen habe ich die Aufnahme auch beendet. Das war aber nicht alles. Denn ich habe natürlich einen Shiny gefangen, ein Shiny Flamly. Es gab trotzdem wieder Leute, die gesagt haben, sie haben die 3 Stunden gezockt und haben kein einziges Shiny bekommen. War natürlich anders. Ich blende mal hier ein, wie ich es gefangen habe. Eins habe ich, glaube ich, aufgenommen und ja, ich verstehe immer noch nicht, wie man in 3 Stunden nichts bekommen kann. Das hatte ich zum Glück bis jetzt noch nie, obwohl ich trotzdem sagen muss, beim allerersten Community Day mit Pikachu habe ich auch nur 2 bekommen. Und wenn man jetzt guckt, geht man immer so mit 10 Shinies durchschnittlich nach Hause. Das ist natürlich sehr krass. Hab dann am Ende mit Pupsi trotzdem mal getauscht. Sie hat mir nämlich ihr höchstes Shiny gegeben. Und das habe ich dann auch entwickelt zu Logok. Das habe ich auch, glaube ich, abgescreent, damit es noch im Event-Zeitraum ist. Genau, 944 WP hatte das nämlich. Das war das Höchste, was sie hatte. Und das hat sie mir rübergegeben, hat sie mir getauscht, dass ich das noch entwickeln kann für die Community Day Attacke. Und war natürlich günstig und den Spezialtausch hat man ja eh noch offen, denn ich hatte ja selbst vorher schon einen Shiny gefangen. Mindestens eins, sage ich mal. Erstmal haben wir es also zur Jungglut entwickelt und dann ein zweites Mal zu Logok, was jetzt also auch, genau wie Glurak und die anderen ganzen Dinger davor, Lohe-Kanonade bekommen hat. Aber neben Lohe-Kanonade gab es auch noch eine zweite Attacke, die Logok jetzt offiziell erlernen kann, die aber nicht mit dem Community Day zusammenhängt, die ihr auch jetzt jederzeit bekommen könnt. Und ihr seht, 2509 WP bei Logok, ein richtig krasser Dude auf jeden Fall. Haben wir dann noch ein zweites Flamly gesucht, eins, was die zweithöchsten WP hat, beziehungsweise das höchste, was ich auf der Hand hatte. Das war, glaube ich, ein 754er, das eben zu Jungglut entwickelt, sodass man ein Flamly, ein Jungglut und ein Logok auf der Hand hat, auch in der Reihenfolge. Flamly mit den wenigsten WP, Jungglut mit den zweithöchsten und am krassesten natürlich Logok.
jetzt, was habe ich noch gemacht? Genau, ein 100%iges Flemmli habe ich auch noch entwickelt. Das müsste eigentlich auch irgendwo sein. Ach, ich glaube, das war immer noch bei einer anderen Aufnahme dabei. Da habe ich nämlich reingeguckt und habe gesehen, ich habe damals ein 98%iges entwickelt, was leider keine Community Day Attacke hat, hatte jetzt noch die Auswahl zwischen einem 98 und einem 100%igen, habe das 100%ige dann genommen, habe das 100%ige dann entwickelt, gleich zweimal. Das ist die Community Day Attacke beherrscht. Und das 98er habe ich, glaube ich, so gelassen. Ja, ich finde, eins reicht, wenn ihr einen 100er habt und das dann noch hochziehen könnt. Reicht das? Braucht man? Ich will eigentlich jetzt kein Geheimnis draus machen. Ich muss sagen, okay, ich habe 15 Flemmli gefangen. 15 Shiny Flemmli gab es im Endeffekt trotzdem noch. War eigentlich richtig gut, richtig krass. Und wir wollen jetzt auch gleich mal live rüberschalten, nochmal in den Beutel und wollen das 100er Logok einfach mal maxen. Wir sind ja Level 40, das Logok leider nicht, aber es ist ein 100er und es hat die Community Day Attacke und ganz klassisch, weil es sein Tag war, wollen wir es heute ein bisschen noch würdigen und sagen, wir geben dann noch ein paar Power-Ups drauf. So, ihr seht, jetzt sind wir also hier, wir sind jetzt live auf dem Bildschirm, hier ist eine Arena, die ist weiß, komischerweise, warum auch immer, die Stolpersteine. Was war da denn los? Da hätten wir uns ja reinsetzen können, aber zwei Raids, zeigt nur einen an, das Ei spinnt auch schon wieder rum. Anstatt aufzugehen, hängt sich's in der Luft auf, jetzt sind die Pokémon erschienen. Super, wir gucken nochmal. Jetzt zeigt es uns auch den zweiten Raid an, da ist also ein Traunfogil, was man hier nicht erkennt, aber wir drücken mal kurz drauf. Dann müsste das Ei sich wieder gefunden haben. So, ein Traunfogil-Raid. Aber die Arena ist zu weit entfernt. Wir wollen jetzt aber trotzdem mal live rüber gucken auf die Logoks, die ich da habe. Und zwar ist dann hier das Shiny, was ich entwickelt habe, das höchste. Da drücken wir mal drauf, da freut sich's natürlich. Hier das 100er, was ich entwickelt habe, da drücken wir auch mal drauf. Und wir können auch die Bewertung mal durchdrücken kurz. Kann's mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung, beste, die ich hier gesehen habe. Das ziehen wir jetzt erstmal hoch. Wir geben mal ein Power-Up gerade. So, und jetzt melden wir uns zurück, wenn noch zwei Power-Ups ausstehen, also bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Ihr seht, 10.000 Sternenstaub und 15 Bonbons braucht es jetzt. Neue Attacke, 10.000 Staub und 25 Bonbons. Ist das ein Bug? Seit wann ist das so? Warum? Hä? Nur 10.000 Staub und nur 25 Bonbons? Das kann doch nicht sein. Wer macht denn sowas? Ja, wir geben auf jeden Fall erstmal die zwei Power-Ups noch drauf. Für Level 40 die zwei letzten noch dazu. Bam. Und hier knallen wir auch nochmal drauf. 2.848 hat das auf jeden Fall. Da steht immer noch 10.000 Staub nur. Das ist eigentlich relativ günstig, ob die da die Kosten komplett verändert haben oder auch nicht. So, wir haben hier also noch das alte, das 96er vom 26.12.2017. Und da seht ihr, das hat Hitzekoller mit 160. Lore-Kanonade ist geteilt mit 110, wäre also 220 zusammen. Und wir wollen hier jetzt mal ein Item noch einsetzen und die neue Ladeattacke beibringen und gucken, ob die besser als Hitzekoller ist. Fokusstoß, nee, den wollen wir auch nicht, also nehmen wir nochmal eins dazu. Sturzflug, wollen wir auch nicht, wir wollen diese andere, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Hitzekoller hatten wir am Anfang, also nochmal, haben wir genügend Versuche. Feuerfeger, genau, das wollten wir doch haben. Jetzt haben wir also Feuerwirbel und Feuerfeger. Ja, die 45 macht, aber das halt dreimal. Habt ihr also 135 eigentlich insgesamt für PvP vielleicht ganz gut, weil die ist natürlich schnell einsetzbar. Die könnt ihr dann einfach euch dran schustern und drauf knallen. Aber Lohe, Kanonade natürlich als Feuerangreifer für Raids oder so besser geeignet. Wenn die sowieso nur 10.000 kostet, da könnte man dem 100er ja auch noch die
den Feuerfeger beibringen, aber ich glaube, ich würde sowieso nie mit einem Logok im PvP kämpfen, weil ich gar keine PvP-Kämpfe mache und mir der Reiz da immer weg ist, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie war denn eure Ausbeute, wie viele Shinies habt ihr bekommen, was war das beste Logok, was ihr bekommen habt, habt ihr euch auch die neue Attacke geholt oder nur die Community Day Attacke und ja, würdet ihr eins maxen, habt ihr eins gemaxt, wie findet ihr das Pokémon allgemein natürlich, lasst es mich wissen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bis dahin wieder, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.